Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaus rasiert sich. Ja, ich habe mir für heute mal was ja, etwas Außergewöhnlicheres ausgeguckt. Jeder von euch kennt ja bestimmt den Wilkinson Kunststoffhobel, den man bei uns im Supermarkt für 3, 4, 5 Euro kaufen kann. So, ich habe hier seinen koreanischen Anverwandten, den Kunststoffhobel, Entschuldigung, von Dorco. Der wird dort ähnlich verkauft wie unser Wilkinson-Hobel. In so einem Plastikblister mit ein paar Klingen dabei, nichts Weltbewegendes, nichts Berauschendes. Das ist jetzt hier ein Zweiteiler. So, dann schauen wir uns heute mal an, wie gut der ist. So, und damit wir das auch artgerecht probieren können, habe ich hier die Dorco ST300, müsste das sein. Jo. Und ich hätte hier noch als Alternative eine Prime, falls die ST300 nicht so der Brüller ist. Ich habe mir heute mal wieder einen anderen Pinsel rausgeholt, auch 3D-Druck. Der Knoten müsste aus dem, wie heißt der schnell nochmal, aus dem Rossmann sein, also aus dem Rossmann-Hobel, Hobel, aus dem Rossmann-Pinsel habe ich mir den geklaut. Seife nehmen wir heute mal wieder hier, Resteverwertung, die Savage von The Goodfellas. Noch ein Rest, noch Aftershave. Wir sind jetzt hier mittags, da kann man mal Brot drauf schmeißen. Habe ich heute so Lust zu. So, packen wir als erstes die Klinge aus. So, hier außenrum, ich sag mal so die, das Verkaufstütchen. So, und für alle, die es dann noch interessiert, hier steht dann nochmal Dorco Stainless drauf. ST300. Irgendwo so auf diesem ganzen Gebacke. So. Da haben wir sie, Stainless Blade. So, der Hobel ist ja zweiteilig, das heißt, hier geht alles relativ einfach. So. Der hat auch hier im Kopf, also in der Deckplatte, ups, das da, aufpassen, Klaus, gleich schön passende Führung, damit er hoffentlich dann gerade sitzt. Der hat ähnlich wie ein Tech außenrum auch nochmal so eine Führung. Ich gebe dem jetzt erstmal zwei Umdrehungen. So, jetzt halte ich das hier. Ah, es ist ein bisschen wackelig. So. Wie man es sich wünschen würde, beide Seiten sitzen. So, der Hobel richtet sich jetzt eigentlich eher so an ja, Leute, die es auch ausprobieren wollen. Ich habe mal so online geguckt, das Ding kriegst du für einen schmalen Taler. Also der ist auch hier nicht teuer. Klar, meistens nur online zu kriegen, Amazon und Co. Diverse Rasur-Versandhändler. Aber der Preis ist echt am Boden. So. Ups, das ist der Schaum aber noch auf dem Waschbecken gelandet. So, wir haben Schaum im Gesicht, wir haben eine Klinge im Mobel. Auf geht die wilde Fahrt. Das Ding ist saumäßig leicht. Also unser hat ja wenigstens noch einen Metallgriff. Also was heißt unser? Der Wilkinson. Ja, Moment mal. So, da sind wir wieder. Ich glaube, da schauen wir nochmal ganz sportlich nach. So, auf. Machen wir hier nochmal weiter.
Jo, dann mal eine erste Runde. Jetzt nichts Gravierendes, Frappierendes. Schauen wir mal. Hauen wir mal direkt für die zweite rein. So, dann zweite direkt gegen den Strich. So, ich bin eigentlich recht zufrieden. Ich würde sagen, ich tauche ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, frisch rasiert. Ich meine, das kann man so durchgehen lassen. Das ist alles in allem ganz in Ordnung. Ja, zu dem Schaum, so Goodfellas, jetzt in dem Falle Sauvage, habe ich ja schon mal ab und an was gesagt. Also für ungefähr 10 Euro für so einen Eimer kommt hier echt ein ordentlicher Schaum raus. Ja, er war gerade ein bisschen trocken wohl am Anfang. Hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe mitgeben können sollen. Ich sag mal, also beim zweiten Versuch nach der kurzen Pause war das ja dann auch in Ordnung. Ja, der Hobel, ups, wo ist er? Komplett mit der ST300 überrascht mich. Ich habe mich das letzte Mal vor, ich weiß nicht, gefühlt 5 Jahren mit einer ST300 rasiert und die ist auch aus meiner Packung, also aus meiner Tüte. Also es muss eigentlich, ich sag mal, so dieselbe Charge gewesen sein. Sie funktioniert hier drin verdammt gut. So, muss man den haben? Nein. Kann man den haben? Ja. Also ich würde sagen, seid ihr in Südkorea im Urlaub und habt euren Hobel vergessen, kann man das Ding definitiv im Supermarkt holen. Auch in den, mit den ST300 Klingen zusammen, die hier normalerweise drin sind. Das ist jetzt hier wieder eine Leihgabe vom lieben Jens. Der kam ohne Klingen, aber wer ein bisschen Google bedienen kann, der weiß, dass der mit ST300 kommt. Die Dorco Prime werden bestimmt auch noch interessant hier drin. Ich habe mir jetzt auch vorgenommen, hier so eine kleine Serie rauszumachen. 4 Stück. Mal gucken, womit es beim nächsten Mal weitergeht. Ich sag mal so, die nächste Dorco würde sich ja schon fast anbieten. So. Kommen wir noch zum Aftershave. Weil so ein bisschen hat er ja schon mal mitgenommen. Ich muss auch sagen, hier gerade so an den Wangen musste ich noch mal so ein bisschen. Was heißt musste ich? Wollte ich noch mal so ein bisschen bei. Aber alles in allem. Brut. Original. So. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt noch das Bewertungsgerät suchen und wir sehen uns. So, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade die Freiheit genommen, den ganzen Quark schon mal vorher einzutippen, also die einzelnen Produkte. Ach nee, ich habe den Pinsel vergessen. Na gut, egal. Komm, machen wir die Aufnahme. Aufnahme starten. Hau ich ihm den Pinsel noch rein und dann. So, Sammlung, Pinsel.
Das ist ein Rossmann. So, Kategorie Synthetik. Fertig, speichern. So, jetzt neue Rasur. Wir hatten heute einen, wo ist er? Dorco. Plastikmodell habe ich mal getauft. Die ST300 hat nur Pinsel. Habe ich doch gerade noch da. Rossmann 3D-Druck. Pre-Shave gab es keins. So, Schaum wählen. So gut Fellas. Savage. Aftershave habe ich schon reingeschmissen. Brut original grün. So, alles in allem. Echt ein tolles Ding. Hauen wir direkt 4 Sterne drauf. Gehen wir direkt auf Speichern. Und können auch den Spaß hier beenden. Ja. Alles in allem fühlt sich das ziemlich gut heute an. Ja, hier ist so ein Pünktchen, aber that's life, kommt vor, passiert. Da wurde ein Haar ausgerissen anstatt rasiert. Dann darf das mal so sein. So, ja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende. Unten könnt ihr kommentieren, abonnieren, diskutieren. Lasst auch einen Daumen nach oben da. Wäre toll, würde mich freuen. So, und dann noch einen schönen Rest Samstag. Bis demnächst. Ciao.